Heute werde ich Lumex mit komplett neuen Minigames geisteskrank pranken und ihn wieder richtig hops nehmen. Und ich kann euch eine Sache garantieren, er wird wieder richtig ausrasten. Was los? Am Ende gewinne ich hier noch, Junge. So ein Ding ist das. Digga, du bist so lost, Digga. Ja, Digga, Mann. Ey, das ist unfair. Hallo. So Leute, ich bin jetzt hier gerade schon im Discord, ich bin gerade noch gemutet, Lumex ist auch gerade schon in einer anderen Sicht mit am Start. Ich werde heute tatsächlich in verschiedensten Minigames ein paar Tricks anwenden und das sind alles Minigames, die Lumex noch nicht kennt. Die haben wir noch in keinem einzigen Minigames-Battle zusammengezockt. Es wird auf jeden Fall extrem witzig. Lasst unglaublich gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und falls ihr einen weiteren Teil sehen wollt, macht ihr gerne mal die 5000 Likes voll. Und jetzt würde ich sagen, geht es los. So, hallo Lenny, was geht? Und damit ein... Okay, wir lassen das. Was geht ab, Leute? Es gibt eine neue Folge Brawl Stars. Was machen wir heute, Kevin? Genau, also, die Zuschauer haben sich gewünscht, dass wir mal wieder Minigames machen und dass ich dir neue Minigames zeige, die du noch gar nicht kennst. Das allererste Minigame ist tatsächlich ein Colette-Game. Ich habe dir gerade schon gesagt, du musst einmal Frank nehmen. Ja. Wir haben ja auch übrigens noch einen Gast mit dabei. Und zwar... Elio, hallo. Trommelwirbel, du darfst dich schon. Also, Freunde, ihr wisst es ja, Elio hat unglaublich viele Minigames in Brawl Stars. Und wir werden heute einige Minigames von Elio zocken. Und das allererste ist, wie gesagt, das Colette-Game. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, damit du direkt auch gleich siehst, wie das Ganze funktioniert. Lenny, ich werfe dich jetzt einfach ins kalte Wasser. Und Freunde, übrigens eine kleine Sache, die Lenny nicht weiß. Ich werde jetzt als Colette einfach das Vision Gear nehmen. Und wenn ich ihn dann einmal anhitte, dann ist er für mich quasi sichtbar. Also, ich würde sagen, wir gehen in die Runde rein und gucken, ob er es merkt. So, okay. Also, Lenny, du kannst einmal kurz helfen. Hier, die Kisten müssen kaputt gemacht werden. Ach so, okay. Aber die Kisten sammelt dann Elio einmal ein. Du kannst dann nämlich gleich einfach... in welchen Teleporter muss er rein? Ich weiß es gar nicht. Du fragst ihn falsch nicht, weil das ist auch nicht... Okay, Lenny, du musst in den blauen Teleporter rein. In den blauen, jetzt schon. Ja, geh schon mal rein. Okay. Okay, Lenny. Also, du siehst ja hier, du bist hier mit dem Frank die ganze Zeit in so einem Busch drin, ne? Und ich kann mir jetzt hier an Tick die ganze Zeit meine Ulti aufladen. Und Colette hat so eine Star-Power. Wenn ich dich erwische, dann schiebe ich dich nämlich auf diese Jump-Pads. Und wenn du da einmal drauf bist, dann bist du raus. Also du musst hier möglichst lange überleben. Ja. Und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen gucken. Ja, ich werde hier auch mal so ein bisschen reinschießen. Und du musst natürlich hier schauen, dass du einfach, solange es geht, überlebst. Ich werde auch hier einfach mal mit der Ulti rein. Oh, ist natürlich schon relativ schwer. Du bist ja quasi der Letzte, der noch am Überleben ist. Deswegen habe ich hier den kleinen Vorteil, dass ich hier ein bisschen schon mal in den Busch reinschießen. Hä, aber wo bist du denn? Bist du wirklich in der Mitte drin, Lenny? Ja. Boah, es ist schwer. Bin ich ehrlich. Hä? So. Hä? Ich nicht. Was ist denn los? Hä? Was ist los, Großer? Ich bin der Beste. Hä, Lenny, wo bist du, Digga? Was ist los? Der Beste. Schieß mal einmal auf süß, wenn du dich traust, wenn du Eier hast. Schabatz! Okay. Oh, das war dumm. Das war dumm, meine Ulti zu machen. Vielleicht ein bisschen. Hä? Ich bin ich immer noch nicht. Hä? Ja, yeah, da hab ich dich! Let's go! Nein. Ey, aber ich muss sagen, muss man mal ganz kurz eine Sache verraten, Lenny. Ich habe sogar über Colette das Vision Gear angemacht, dass ich dich eigentlich sogar länger sehe. Aber ich hätte dich dafür treffen müssen. Das heißt, du hast echt lange überlebt. Du hast trotzdem, ich dich hier veräppeln wollte, hast es gut gemacht. Also GG. Das heißt, ich gebe dir jetzt einfach mal hier den ersten Punkt. Also hast du gut gemacht. So, als nächstes gibt es Piper Sniper. Ich glaube, das hast du schon mal gespielt, aber... Ja. Nimm einfach Tick und dann musst du möglichst lange überleben, ne? Okay, machen wir. So, Freunde, die Runde geht jetzt los. Und übrigens, Lenny ist komplett lost. Das werde ich mir jetzt hier als deinen Vorteil machen. Er hat nämlich einfach noch Bildschirmübertragung an. Ich werde das jetzt ein kleines bisschen cheaten. So, okay, müssen wir jetzt einmal kurz helfen, hier die Kisten kaputt zu machen. Ja. Und dann tretet ihr einfach mal ein bisschen gegeneinander an. Und ich gucke einfach mal, wen ich zuerst erwische. Wie gegeneinander anderen? Also gegen Elio fighten, oder was? Ja, also nein, nicht gegenseitig angreifen. Aber du musst einfach probieren, länger als Elio zu überleben. Aber wenn du es schaffst, weil Elio ist da sehr krass drin, Lenny. Wenn du es schaffst, dann kriegst du von mir 5 Euro. 5 Euro. Also streng dich an, okay? Okay. So, jetzt geht es los. Trau dich. Was los? Komm, trau dich. Oh mein Gott, hätte ich dich jetzt direkt getroffen, ne? Hä?
Lenny, es geht um 5 Euro. Ich weiß. Wer den 5er nicht ehrt, ist den 20er nicht wert. Da sage ich 20 Euro. So. Also ich habe... Hä? Lost? Ey, du Assi! Junge, ist der doof, ja, ey. Evan, was los? Am Ende gewinne ich hier noch, Junge. So ein Ding ist das. Digga, du bist... So lost, Digga. Oh mein Gott. Hä, wo schießt du denn die ganze Zeit? Jetzt habe ich die Technik bekommen. Ja, das heißt, ich krieg den Punkt. Easy win. So, nächste Disziplin ist BB Run. Und Lenny, ich würde dir sagen, schau einfach mal vorher dir die Map schon mal an. Hier da, dir einen Weg zu finden, das ist die komplizierteste BB Run Map, die ich jemals gesehen habe. Also Elio, das ist wirklich geisteskrank. Also ich habe die schon ein paar Mal gespielt, musst du wissen, aber ich habe auch gar keinen Plan mehr, wo ich langlaufen muss. Was ist die Mission hinter der Map? Also, du musst in die Mitte kommen. Siehst du diese Mitte, wo dieses Heilpad ist? Da musst du hinkommen. Immer den Pfeilen folgen, habe ich verstanden. Easy. Ja, also probier's einfach mal. Achso, und Lenny, ich will dir übrigens eine Sache sagen. Gerade eben hattest du Bildschirmübertragung noch an. Also du kannst jetzt weiterhin anlassen, wenn du willst. Ich sehe dich gerade die ganze Zeit, aber das war gerade ein bisschen lost. Aber egal, ich nehme den Punkt trotzdem mit. Wir gehen in die nächste Runde rein. Auf geht's. Ich muss mal noch mal ganz kurz einmal was an Jump schicken, der braucht nochmal einen Audio-Moment. So, Freunde, zwar haben Elio und ich uns ziemlich abgesprochen. Ich habe Elio extra eingeweiht, deswegen ist Elio auch heute mit dabei. Ich kenne den, ich habe den auch schon ganz oft gespielt, aber ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Und Elio wird dann gleich mich sozusagen mitnehmen. Lenny wird das eh nicht checken, weil die Map ist so verwirrend. Probiere dann einfach mal mit Hilfe von Elio die Map zu schaffen und einfach mal gucken, wie oft wir neu starten müssen, ob Lenny überhaupt ansatzweise mal in die Mitte reinkommt. Are you ready to rumble? Okay, Lenny, du siehst ja hier, ne, der BB Run ist sehr verwirrend. Und ich sag dir eine Sache, merk dir einfach ein Sprichwort. Viele Wege führen nach Rom. Also nimm einfach mal irgendwie so einen Weg und guck einfach mal, ob du damit ans Ziel kommst, ja. Es gibt mehrere Wege, oder was? Ja, es gibt mehrere Wege. Und ich werde jetzt hier auch einfach mal so ein, zwei Wege nehmen und einfach mal hier so langlaufen, einfach mal gucken, wo man hier so hinkommt, wenn man hier so ein paar Wege nimmt. So, ja. Ich glaube, wir jetzt irgendwo lang. Ich aber auch ehrlich, ich habe auch gar keinen Plan, wo man hier lang muss, Lenny. Also, es ist voll verwirrend, hier ist überall, hier gibt's immer so, hier sind noch voll viele Jumpits. Hä, hey, warte mal. Wo bin ich jetzt? Weiß es nicht. Lauf einfach mal ein bisschen. Okay. Guck einfach mal, ob du da an Ziel rankommst. Okay. Ah, Leute, du bist eh hier. Ah, cool. Okay. Jetzt hier, genau. Also, er nennt natürlich auch hier wieder 10 Euro für den, der zuerst im Ziel drin ist. Leute, ich sterbe. Hier ist irgendwie so Büsche, so Giftbüsche. Ja, Büsche ist natürlich nicht so gut. Wo bin ich denn jetzt? Ich sterbe! Oh nein! Ah, Leute, du bist... Ah, moin, hallo, Lenny. Was geht? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Also, ich probiere hier auch die ganze Zeit random irgendwie Jump Pads aus. Wo bin ich denn jetzt? Ah, Leute, hallo! Ich bin hier! Ich blicke gar nicht mehr durch. Wo bin ich denn jetzt? Lenny! Eli und ich, wir sind als erstes im Ziel. Wo bist du? Hä? Ja, Digga, ich weiß nicht. Ich bin jetzt in der Sackgasse, Digga. Lenny, hier musst du hin. Hallo. Hier hin. Hier, wo ich bin. Ja, Mann, aber es ist voll... Ich bin hier gar nicht durch, Junge. Lenny, hier hin. Wie komme ich denn da hin? Ja, geh doch. Komm doch hier hin einfach jetzt. Ja, wie denn? Ja, einfach hier hin. Sterbe im Sturm. Ich sterbe. Lenny, hier hin. Lenny, hier hin. Mann. Willst du es nochmal probieren? Ich bin irgendwo lang gelaufen, einfach im Sturm, Mann. Ja, komm, wir probieren es nochmal. Du kriegst nochmal einen Try. Ich erhöhe sogar, wenn du es jetzt schaffst, dann kriegst du sogar 10 Euro. Okay. So, Freunde, Lenny hatte gerade gar keinen Plan. Wir machen jetzt ja quasi den BB-Run nochmal und ich nehme jetzt einfach nochmal Jeanette. Ich meine, den Trick kennt er schon. Es ist nichts Neues, aber einfach damit er ein bisschen sauer ist, ne, will ich ihn so ein bisschen ärgern und einfach zeigen, dass ich einfach cooler bin. So, Lenny. Also, ja. Nochmal BB Run, ne? Sagst du? BB zu dem Run. Let's go. Ich bin... Ey! Nicht schlagen. Ha! Ey! Ey! Du tötest mich! Ja. Siehst du überhaupt, welchen Brawler ich hab? Was? Ich weiß nicht, wen Brawler hast du denn? Ich hab gar nicht geachtet. Ich hab dich nicht mit BB angehittet. Hä? Was denn dann? Tschüss. Ey! Das ist unfair. Hallo. Nicht mit Jeanette. Das ist unfair. Das zählt nicht. Oh, Lenny. Also, ich dachte eigentlich, du kennst meine Tricks. Den Trick kennst du doch schon. Den hättest du doch selber mal machen können. Das zählt aber nicht. Das ist unfair. Hier, guck mal. Mit voll großem Abstand bin ich jetzt hier in der Mitte. Das zählt nicht. So, okay. Nächster Punkt geht auch an mich. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Runde. Du kannst ja noch mal ein bisschen probieren, ob du den BB-Run hinkriegst, Lenny. Ich gebe dir noch mal kurz 2 Sekunden Zeit. Das ist unfair. Mann, ich sterbe. Ich komme nicht mehr raus. Warte mal. Oh, du kannst es doch schaffen. Ja, aber ich muss irgendwie... Nee, du hast verkackt.
Ja, okay. Wir gehen zum nächsten Minigame, Lenny. So, wir sind bei dem nächsten Minigame. Und zwar ist es das Power Cube Game. Normalerweise spielt man das mit 8-Bit, aber es macht halt nur Sinn, wenn alle 8-Bit nehmen. Wir sind halt nur drei Leute, das ist so ein bisschen komisch. Also, das funktioniert wie folgt. Du siehst ja hier, auf dieser Map gibt es ganz, ganz viele Spots, wo Kisten spawnen können. Und du sammelst dann eine Kiste ein. Und wir laufen dann auf der Map und sollten wir uns begegnen... Und sollte einer von uns mehr Cubes haben als der andere, also wenn ich jetzt dir zum Beispiel begegne, Lenny, und ich habe 8 Cubes und du hast nur 5 Cubes, dann darf ich dich töten. Also es geht nicht darum, wer hier der krasseste ist im schnellsten Töten, sondern du musst einfach ganz schnell Cubes einsammeln. Und wenn du aber ich darf dich töten. Ja, wenn du mehr Cubes hast. Wenn wir gleich viele Cubes haben, dann müssen wir weiter Cubes sammeln. Und wenn ich weniger Cubes habe als du, dann darfst du mich töten. Aber umgekehrt darf ich dich töten, okay? Okay. Also denk mal kurz nach, geh mal kurz in dich und nimm einen Brawler, mit dem du möglichst schnell Cubes holen kannst. Und dann wähl einen aus und dann gehen wir auf bereit. So, Freunde, also ich werde jetzt natürlich einmal Bibi nehmen. Also Bibi mit Speed-Star-Power und mit Speed-Gear. Ich denke mal nicht, dass Lenny da drauf kommt. Wenn er da doch drauf kommen sollte, dann hat er auch verdient, meiner Meinung nach. Dann soll er verdient auch schneller Cubes einsammeln. Aber ich nehme jetzt einfach Bibi. Übrigens, ich habe mich jetzt mit Elio abgesprochen. Also Elio ist ja auch mit in der Runde drin, ne? Das sind ja die Minigames von Elio. Und wenn Elio jetzt hier gleich auch ein paar Cubes gesammelt hat, treffen wir uns an einem abgemachten Ort, und zwar oben links. Ich hoffe, dass Lenny nicht oben links spawnt. Die Cubes, die Elio dann hat, dann werde ich Elio töten und habe dann wahrscheinlich nochmal mehr Cubes. Also, es geht los. Okay, Lenny, ich bin mal gespannt, welchen Brawler du hier genommen hast. Das ist mein Geheimnis. Okay, dann ist das jetzt dein Geheimnis. Also, ich werde hier natürlich... Also, ich sag dir eine Sache, du kannst mich gar nicht besiegen. Ich werde so viele Cubes gleich haben. Also, es ist unmöglich. Ich hoffe, dass wir uns möglichst spät auch begegnen. Ich bin der Mega-Profi. Der Mega-Profi. Achso, also, ich sag mal so... das Ding werde ich jetzt nach Hause holen. Denn was Cubes sammeln angeht, bin ich der Beste. Ja, dann sammel mal schön. Also noch begegnen wir uns ja nicht. Ja. Deswegen, ich hoffe, du hast auch einen Brawler, mit dem du schön schnell Kisten zerstören kannst. Ne? Das ist ja natürlich hier die Hauptsache. Ja. Also ich habe inzwischen schon 20 Cubes, Lenny. Wie fährst du? Was? Wie fährst du? Hallo, das zählt nicht. Lenny! Ich habe 10 Cubes! Let's go! Yeah, nie im Leben, Digga. Hä, das geht gar nicht so schnell. Doch. Ich hab einfach die Cubes mega schnell eingesammelt. Easy. Ich weiß gar nicht. Also, warte mal, wie viel Punkte habe ich jetzt? Also, ihr seht hier mal ganz kurz den Punktestand nochmal eingeblendet. Ihr seht ja sowieso immer. Aber aktuell liege ich haushoch in Führung. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Minigame, Lenny. Bist du bereit? Lenny ist bereit. Wir gehen weiter. So, wir sind beim nächsten Minigame. Und zwar Bear versus 8-Bit. Also, Lenny, ich habe dir gerade schon gesagt, du musst einmal 8-Bit auswählen. Elio natürlich auch. Und ich nehme hier einmal der Nita. Und das funktioniert gleich so. Ich werde dann gleich am Anfang meine Ulti aufladen. Ich kriege dann die ganzen Cubes auf der Map. Und ich werde dann einfach nur meinen Bären platzieren in die Mitte. Und ihr müsst es dann schaffen, möglichst lange vom Bären wegzulaufen. Der länger überlebt. Und ihr dürft den Bären auch nicht angreifen, Lenny. Ja, also du musst einfach probieren zu überleben. Und ja, das ist eigentlich der Plan. Und dann geht's jetzt gleich los. Let's go! So, Freunde, natürlich werde ich hier einen kleinen Trick anwenden. Ich werde hier einmal das Stun-Gadget benutzen, natürlich ganz klar. Und Hyperbär. Das heißt, ich werde auch probieren, gleich möglichst schnell irgendwie zu finden, wo Lenny ist. Und dann den Bären in seine Richtung werfen. Und dann einfach mal gucken, was er dazu sagt, wenn er da voll gestunt wird. Am Anfang werde ich das noch nicht benutzen, das Stun-Gadget. Aber erst mit dem Laufe der Zeit. Und ja, let's go. Okay, Runde geht los. Okay. So. Ich muss einmal ganz kurz an euch, wie gesagt, einmal die Ulti aufladen. So, und dann machen wir mal ganz kurz hier die Kisten kaputt. Und schauen wir einfach mal, wer von euch hier besser ist im Überleben vor dem Bären. Oh, schlau mitgedacht hier. So. Und ihr dürft jetzt schon einmal loslaufen, Jungs. Ne, ganz wichtig. Ihr habt hier einen kleinen Vorsprung. So, nein, Lenny, los. Nicht, dass du hier stirbst. Hallo. Hey, schau, dass du voll regenerierst, Lenny. Ist wichtig. Du musst möglichst lange überleben vor dem Bären. Auch ja, falls er dich angreifen sollte, ne? Ich hab die voll krasse Idee, ne? Ich hab übelst die schlaue Idee. Okay. Also ich gehe jetzt schon mal in die Mitte rein. Ich gebe euch jetzt noch mal kurz 5 Sekunden Zeit. Und ich würde sagen, wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1, go. Also wer hat hier bitte
Lenny, bist du lost? Ich glaube immer, der ist im Kreis jetzt hier einfach. Bist du lost? Was? Digga, man hat es ja voll gesehen, wo du langläufst. Ja, ich wollte so ich wollte so in meinem Kreis so schneller laufen. Aber ich weiß doch, dass du da bist mit deiner Ulti. Ja, aber das muss ich nicht. Oh mein Gott. Digga. Okay, also ich krieg schon mal den ersten Punkt, aber Lenny, ich gebe dir nochmal eine Chance. Also mach das am besten ohne deine Ulti. Man sieht nämlich voll, wo du langläufst, du Horst. Übrigens, Lenny, natürlich gibt's auch eine Bestrafung am Ende, ne? Wieder so ein Brawler-Tanz. Hast du da Bock drauf? Nee, absolut gar nicht, Digga. So, okay, ich gebe euch jetzt nochmal ganz kurz 10 Sekunden Zeit. Ich habe nämlich irgendwie einen gesehen, der hier noch so seine Ulti platziert hatte. So, also. Seid ihr bereit? Ja. 5, 4, 3, 2, 1 und go! Ich habe eine krasse Idee. Okay, der Bär läuft hier schon irgendwie in eine Ecke hin. Ich mal. Ja, Digga, der macht so viel Damage, du kannst nichts machen. Ja, du musst die ganze Zeit dich bewegen, Lenny. Also, Mann, komm, ich geb dir sogar noch eine Chance, ja? Ich sag mal sogar, dieses Mal, ich gebe dir mal einen Tipp, Lenny, benutze sogar das Speed Gear, okay? Ich glaube nämlich, das hast du gar nicht ausgewählt, weil dann bist du nämlich ein bisschen schneller. Und das hab ich vergessen auszuwählen. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Und nimm auch Shield Gear, Lenny. So, okay, ihr beiden, lauft mal los. Das ist jetzt der dritte Versuch, Lenny. Ja? Ja. Also ich gebe mir jetzt nochmal keine Punkte, weil du vielleicht echt ein bisschen lost warst. Das ist ja ein Minigame auch noch nie gespielt. Aber jetzt geht's los, okay? Seid ihr bereit? Ja. So, also 3, 2, 1 und go! Der Bär läuft los. So. Oh, Elio wird schon attackiert hier. Elio, lauf schneller. Ich mach einen Abgang. Warte mal, wo ist denn Lenny schon wieder? Hä? Okay, Elio hat den Bär ein bisschen ausgetrickst. Jetzt ist oh! Lenny! Ja! Leute! Oh mein Gott, du hast den Bär teleportiert! Ja, er hat sich teleportiert! Was? Wie schlau! Oha, war das bewusst? Nee, ne? Ja, doch, hä? Okay. Stark. War übelst bewusst. Oh, da bist du ja. Ich seh dich. Also aktuell auf jeden Fall die beste Runde bisher. Ja. Oh. Oh lol, wer ist das da rechts? Ist das Elio oder? Was? Warum ich als Erste? Ja, was? Es wurde echt Lenny zuerst getötet. Ich weiß es nicht. Aber ja. Ich beide gestanden und du bist Dritter geworden. Let's go. Punkt geht dann auch wieder an mich. Einfach aus Prinzip, weil du schneller getötet worden bist als Elio. So, letztes Minigame. Also, ich gebe dir jetzt nochmal die Chance, Lenny. Du kriegst, wenn du jetzt hier lange genug überleben solltest, doppelte Punkte. Also kriegst zwei Punkte sogar. Ich glaube, ich führe trotzdem. Ich weiß nicht genau, wie der Punktestand ist. Nee, weil den ersten Punkt habe ich ja bekommen sogar, weil ich dann. Okay. Aber, Astronautentanz. Schau dir das mal an. Ich muss über. Du hast Nani und ich muss vor Nani Bombe. Genau, wegkommen. Ich bin Nani. Also, dann haben wir es doch schon mal gespielt. Und du bist Tick, Elios Frank und du musst es schaffen, möglichst lange zu überleben und ich probiere dich mit dem Kopf jagen. Ja? Also, dann geht's los. So, meine Freunde, ich werde das Ding aber jetzt hier nach Hause holen, denn ich mache jetzt einen kleinen Prank. Ich will den Kevin kurz hopsen und zwar, ich nehme jetzt hier einfach dieses Tick-Gadget einmal hier, dass ich so ein Schild bekomme und noch dieses Gear hier, da kriege ich nämlich nochmal 1000 Trefferpunkte extra. Das heißt, wenn er mich treffen sollte, soll ich das Ganze nämlich überleben. Schauen, was Kevin dazu sagt. Ich werde es so machen. Es kann gut sein, dass ich Lenny sehr schnell treffe. Aber ich werde es dann gleich so machen. Ich werde mich einfach mit meinem Teleporter direkt zu ihm teleportieren, wenn ich ihn vielleicht ein, zwei Mal nicht treffen sollte. Und dadurch kann ich ja ihn direkt killen, indem ich direkt neben ihm stehe und dann einmal schieße. So, jetzt geht's aber los. Letztes Minigame, Lenny. Let's go! Also, so. Wir müssen uns einmal die Cubes aufteilen. Du kannst einmal hier ein bisschen mit reinschießen, Lenny, ja? Dass du hier ein bisschen nach rechts reinschießt. Gucken wir einfach mal, ob du dir hier vielleicht noch einen Ehrendoppelpunkt holst. Das wäre natürlich ganz cool. So, dann teleportier dich einmal rüber. Ja. Und dann sag gleich mal Bescheid, wenn du bereit bist. Ich habe schon mal meine Ulti. Ich bin ready! 3, 2, 1 und go! Tickkopf. Hallo. Okay. Glaub mir, in dem Game. Spiele mit mir, oder was?
Glaub mir, in dem Game, Kevin. Ah! LOL! Oh mein Gott, Digga! Du hast das Gadget einfach! Ich hatte 71 HP! Hä? Aber Gadget darfst du nicht benutzen, das ist ja voll unfair. Warum unfair? Du bist auch so kacke, siehst du doch. Mann. Digga, überlebt er da mit 71 Leben. Oh, pass auf, Lenny, ich werde dich schon gleich hier kriegen. Ah! Ja. Ey! Also bis der Sturm kommt, habe ich noch Zeit, übrigens. Okay, setz nochmal ein Gadget ein. Ja, okay. Was ist denn da los, Kevin? Okay. Leider ist schon ein bisschen peinlich, was du machst, also wirklich. Lenny! Ja, hallo! Hä, das zählt nicht! Das zählt nicht, das zählt nicht! Was denn? Du hast auch Gadget benutzt. Ja, aber doch kein Teleport! Ja, ich würde sagen, das ist GG. Guck dir mal einen Tanz aus, den du jetzt nochmal machen möchtest zum Abschluss. Mann! Komm, ich helfe dir. Wir machen sogar so einen schönen Tanz, der auch nicht so schwer ist. Wir machen... Oh, Lenny, ich habe einen Brawler gefunden. Geh mal auf Otis, guck dir mal seine Pose an. Ich glaube, die ist ganz gut. Otis, ja, ein bisschen noch. Da, Otis angucken. So, die Brawler-Pose machst du jetzt einfach mal. Ach so, ich soll ihr Handstand machen oder was? Los, ja, wirbel einfach so ein bisschen herum. Hä? Komm, probier es einfach fest. Probier es einfach bestmöglich nachzumachen. Nee, das geht gar nicht. Komm, einmal hier schön wieder hinstellen, so wie immer. Und dann machst du einmal die Otis-Pose nach. Und dazu machst du auch noch diese Blubbergeräusche. Habe ich jetzt gerade noch mal entschieden. Was für Blubbergeräusche? Ja, machst ja so blub. Oh, blub. Was war das denn? Blub. Das geht nicht. Okay, komm, weil ich dich ein bisschen geprankt habe, nehmen wir das jetzt einfach mal als Pose. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Lenny vorbei. Und schreibt, wenn ich als nächstes pranken soll. Ciao, ciao.